Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Hubifactorium. So, wir lassen die jetzt erstmal so ein bisschen machen. Und dann gucken wir mal, was geht. Im Moment sollen wir ja bloß ein bisschen Sachen sammeln. Aber das werden wir schon hinbekommen. So, wartet mal. Ich glaube, ich muss hier nochmal ein bisschen Befehle geben, dass hier ein paar Sachen abgeerntet werden. Oh, man könnte sogar eine Baumschule erstellen. Krass. So. Dann gucken wir doch mal. Am Ende wird es schon passen. Weil mit den Vorratszielen läuft das gerade. Und ich glaube, wenn wir das dann haben, dürfen wir auf die nächste Insel kommen. Und dann schauen wir mal, was abgeht. Was ist eigentlich das? Eine Kuh. Eine friedliche Kreatur. Untätig und sie ist sehr müde. Können wir mit denen irgendwie was machen? Können wir die umboxen? Was machst du denn so? Svea macht, glaube ich, nichts. Wir versuchen mal ganz kurz... Svea will nichts mit ihm machen, oder was? Okay, Svea mag Kühe. Und möchte ihnen deshalb nichts antun. Kann ich verstehen. Kühe sind echt ziemlich coole Tiere. So, das eine Vorratsziel haben wir erfüllt. Jetzt fehlen uns hier nur noch so ein paar Holzbretter. Warten wir mal ab, was dann da geht. Oh, schaut mal, das Ding ist ja noch mittendrin. Dann können wir das ja auch noch irgendwie wegprügeln. Arbeite! Oh, Landwirtschaft Level 2. Was bedeutet das denn? Kann Hubert damit irgendwie was schneller machen? Sehen wir das, wer wie wo was kann? Schauen wir mal, ob wir Hubert finden. Da ist Hubert und Hubert ist jetzt schon ein bisschen besser. Okay. Das ist allerdings nicht selbsterklärend. Das könnte man vielleicht irgendwie noch verbessern. Ja. Ah, okay. Das leuchtet nur so, wenn man das anschaut. Jetzt verstehe ich es. Okay. Das verstehe ich. Und dann werden die so langsam besser und dann wird das ganze Feld irgendwann ausgefüllt. Ich verstehe. Na komm. Wollen wir vielleicht irgendwie noch einen weiteren irgendwie zuteilen? Wir schauen mal ganz kurz. Können wir jemand noch zuteilen, dass er hier irgendwie so Bretter macht? Brunnen, Basiswerkstatt. Genau, hier könnte man jemand zuteilen. Wer hat denn noch keinen Job? So, Uta kann jetzt hier noch mithelfen. Dann schauen wir mal, wie es wird. Wie sie alle reihenweise umkippen. Und er schiebt einfach hier so die Leute weg. Kein Problem. Vorratsziel erreicht für Holzbrett. Okay, wir müssen jetzt noch mehr. Ein Moment. So, ich hoffe, dass das dann ausreicht. Als Vorratsziel für Bäume. Und wie kann ich denen jetzt sagen, dass sie hier nichts mehr machen sollen, sondern dass das erstmal pausiert wird? Einfach indem ich das wegmache, wahrscheinlich. Ah! Okay, nice. Du hast gewonnen. Insel verlassen. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zum nächsten Tutorial. Und dann schauen wir mal. Okay. Weise Bertha der Werkstatt zu. So, wir pausieren mal ganz kurz. Machen wir Bertha, das ist Ansgar. Oh Gott, ich hatte mal einen Nachbar, der hieß Ansgar. Der war so ein Spacko. Bist du jetzt der Werkstatt zugewiesen? Hallo?
Wurde, okay. Wir wollen nicht, dass Bert da wegläuft, um entfernte Ressourcen zu holen. Weise der Werkstatt ein Eingangslager zu, um dies zu verhindern. Verbinde 4 mit 1 und 5 mit 1, okay. Gehe ich jetzt hier hin und dann zack. Und verbinde jetzt nochmal 5 mit 1. Das heißt, ich klicke mal hier hin und zack, zack. Okay. Hinweis, sobald ein Eingangslager zugewiesen ist, werden ausschließlich Ressourcen aus diesem verwendet. Werkstätten können mehrere Ein- und Ausgangslager haben. Macht Sinn. So, jetzt erzeuge eine Verbindung von 2 zu 4. Und von 3 zu 5. Richte Lagerplatz 4 ein, sodass dieser Stein annimmt. Okay, du nimmst jetzt Stein an. Und Lagerplatz 5, Holzscheite. Okay. Lege das Produkt fest. Wir werden die Werkstatt verwenden, um Holzbretter und Steinblöcke zu produzieren. Setze die Produktion auf Holzbrett und setze die Produktion auf Steinblöcke. Okay, gehen wir mal rein. So, jetzt haben wir beides angemacht, okay. Jetzt müssen wir natürlich noch jeweils ein Ausgangslager definieren. Genau. Verbinde 1 mit 6 und zack, zack. Zack. Jetzt muss ich den natürlich noch zuweisen, was da rein soll, oder? Ja, habe ich mir schon was gedacht. Den soll ja, dass er nur Holzbretter annimmt und richtet zwei Steinblöcke. Okay, Thema erledigt. Das war's schon. Okay, cool. Dann ab zum nächsten Tutorial. Mache deine Kolonisten zu Kämpfern. Auf den meisten Karten gibt es gegnerische Lager, die entfernt werden müssen, um zu expandieren. Weise deinen Kolonisten die Kampfaufgabengruppe zu. Job zuweisen, Kampf 3. Okay. Wo sind jetzt hier fiese Gangster? Keine Ahnung, man weiß es nicht. Jobs. Kampf. Kampf. Und Kampf. Okay, und jetzt? Klicke auf das gegnerische Territorium und wähle Angreifen, um deine Krieger wähle Angreifen, um deine Krieger zu entsenden. Greife Gegner an, okay. Angriff! Okay. Ah, das sind so Schleime, oder? Wie heißt du? Guba. Ist ein Schleim, ja. So, jetzt sind sie hier. Jetzt prügelt was tot hier. Oder müssen die jetzt erst warten, bis die... Ah, die kommen also erstmal entgegen. Mhm. Wieso machen die das nicht als Gruppe? Okay, jetzt geht er wieder weg. Okay. Hier oben sehen wir dann die HP. Ja, das macht Sinn. Yes. So. Hinweis, sobald die Kämpfe blablabla sind... Wie viel Schaden sie mit unterschiedlichen Waffen errichten? Bertha hat blablabla. Kritisches Lager wurde zerstört. Wir haben unser Gebiet erweitert. Die Kolonisten können nicht im Kampf sterben. Wenn sie verletzt sind, heilen sie sich im Schlaf. Ah, das ist ja voll praktisch. Okay. Dann auf zum nächsten Tutorial. Du kannst Zeppelin-Depots wie Lagerplätze nutzen. Sie können als Ein- oder Ausgangslager für Workshops, Farmen und so weiter verwendet werden. Oha! Bahnhof und Lager einrichten. Steine sind ziemlich schwer und Kolonisten, die sie tragen, werden stark verlangsamt. Da ist es effizienter, sie mit Pferden über weite Strecken zu transportieren. Stelle den Pferdebahnhof oben und den Lagerplatz unten so ein, dass sie Steine akzeptieren. Bahnhof 1.
Entschuldigung. Stein akzeptiert und... Stein akzeptiert. Erzeuge eine Verbindung von 1 zu 2. Wo ist 1? 1 ist da, das soll dann dahin. Das heißt, da wird das jetzt voll gemacht und dann muss das arme Pferd hier gleich ran. Oh Gott, Fahrplan einrichten. Wählen Sie nun den Pferdewagenfahrpläne... Warte mal. Wählen Sie nun den Pferdewagenfahrplänen die Bahnhöfe hinzu, indem du mit der rechten Maustaste auf sie klickst. Das ist jetzt aber nicht sonderlich gutes Deutsch. Okay. Füge 1 zum Fahrplan hinzu. Und dann füge 2 zum Fahrplan hinzu. Achso, dann soll ich das wahrscheinlich mit dem hier machen, ne? Nein? Dann bin ich jetzt etwas überfragt. Ach so, ich soll das noch mit dem weitermachen, ne? Ah, ich verstehe, ich verstehe. Und nun passiert nichts. Also war's doch so, okay. Ah! Gut, ich verstehe. Dann auf zum nächsten Tutorial. Mann, das ist ja ein richtiger Durchmarsch hier. Wenn das so weitergeht, dann spielen wir ja glatt noch in der nächsten Folge dann. Unsere eigenen kleinen Insel. So. Zunächst werden wir unser Territorium in zwei verschiedene Zonen unterteilen. Weil das ist aus Posten Leuchtfeuer 1 im Norden aus und setze seine Farbe auf Gelb. 1. Zack, ausgewählt, setze die Farbe auf Gelb. Okay. Weise Bertha der gelben Zone zu. Ist das Bertha? Bertha? Nee, das ist Ansgar. Das ist Bertha. Bertha muss jetzt in die gelbe Zone. Okay. Verbiete Bertha den Zugang zur Zone 1. Also rot wegnehmen. Verstehe ich. So, jetzt erzeuge eine Verbindung von 2 zu 4. Ja. Erzeuge eine Verbindung von 3 zu 2. Erzeuge eine Verbindung von 4 zu 5. Richte 5 so ein, dass es Goldblock annimmt. Dann gucken wir mal nach. Goldblock. Und nu? Oh Gott. Wassereimer verbinden. Okay. Erzeuge eine Verbindung von 6 zu 4. Von 4 zu 2. Von 2 zu 7. Richte 7 so ein, dass es Wasser annimmt. Wasser. Sehr gut. Kolonisten und Zeppeline werden gemeinsam dafür sorgen, dass die Goldblöcke transportiert werden. Das Logistiksystem erlaubt das Erstellen komplexer Transportketten, welche unterschiedliche Transportsysteme kombinieren können. Das ist eine Mission erfüllt, bla bla bla. Okay, dann würde ich sagen, nächstes Tutorial. Um Geld zu verdienen, müssen wir Waren exportieren, die wir produziert haben. Verbinde die Lager 2 bis 4 mit dem Frachthafen. Okay. 2 mit 1. 3 mit 1. 3 mit 1. Hallo? 4 mit 1. 4 mit 1. So. Manchmal will er wohl scheinbar nicht.
Schön, denn Exportgüter werden nun zum Frachthafen transportiert. Beachte, dass nur produzierte Waren exportiert werden können. Wähle den Frachthafen aus, um die Preise für verschiedene Waren anzuzeigen. Hinweis, verknüpfe dein Lager mit geringerer Priorität mit den Frachthäfen, um nur überschüssige Waren zu exportieren. Ah, okay. Gut. Verbinde 1 mit 5. Richte 5 so ein, dass es Stein annimmt. Verbinde 1 mit 6. Warte mal. Das geht jetzt erstmal schneller. Also 5 soll Stein annehmen. 6 soll Milch annehmen. Das sieht doch aus wie Milch. 7 soll Wolle annehmen. Ist das Wolle? Nein. Was sind Wolle? Ah. Okay. Ah, und jetzt wird es hin und her schippern und... Okay, ich verstehe. So, dann weiter zum nächsten Tutorial. Das ist echt ein Durchmarsch. So, erzeuge einen Außenposten. Der erste Teil dieses Tutorials ist identisch mit dem Logistik-Tutorial. Wähle das Außenpostenleuchtfeuer 1 im Norden aus und setze seine Farbe auf gelb. 1 ausgewählt, gelb. Erlaube Bertha den Zugang zu Zone 2 und verbiete ihr den Zugang zu Zone 1. Das ist Ansgar. Bertha. So, Thema erledigt. So, erzeuge eine Verbindung von 2 zu 3. Erzeuge eine Verbindung von 3 zu 2. Mhm. Baue einen Zug in der Zugfabrik. Baue Züge, okay. Zug produzieren. Lokomotive. Train Lokomotive 2. Train Lokomotive 3, okay. Ist also ziemlich egal. Wir haben jetzt den Zug produziert und nun? Füge 2 zum Fahrplan hinzu, füge 3 zum Fahrplan hinzu. Ja! Yeah. Und da fährt er, unser Zug. Gut, so, jetzt erzeuge eine Verbindung von 3 zu 5. Von 6 zu 2. Richte die Ausgang so an, dass er Gold einnimmt. Nimm Gold an. Okay, ich verstehe es. Mhm. Dann zum nächsten Tutorial. So, verbinde Bahnhöfe. Erzeuge eine Verbindung von 1 zu 2. Zack. Zack. Soll ich wieder einen Zug bauen? Baue Züge. Zack. So soll ich jetzt hin. Okay, erst zu 1 und dann zu. Dann fahr los. Richte den Depot-Eingang 4 so ein, dass er abgebautes Erz annimmt. Wo ist das Ding? Ach, ist das das 4? Ist das 4? Ja. Er soll also Erz annehmen. Angebautes Erz, ja. Warte mal, jetzt muss ich mal nachsehen. 4. Ach so. Hä? Erz, alles klar. Abgebautes Eisenerz. Habe ich doch jetzt ausgewählt. Okay, hat er irgendwie nicht übernommen. Ich glaube, da muss man immer mal wieder so ein bisschen genauer hingucken. Dann zum nächsten Tutorial. Drücke eine beliebige Taste, um loszulassen. So. Baue Züge. Dann bauen wir mal hier ein. Dann fügen wir erstmal 2 zum Fahrplan hinzu. Dann 3. Dann mach Brumm, Brumm, Brumm. Dann einen weiteren Zug bauen. Der Gleisabschnitt ist belegt. Machen wir mal den hier. So, füge 2 zum Fahrplan und dann 3 hinzu. Zack. Zack.
Okay, einen weiteren Zug produzieren. Ich bin ja mal gespannt, ob die dann tatsächlich auch so Treibstoff in Form von Kohle brauchen. Produzieren wir mal ihn hier. Dann füge 2 zum Fahrplan hinzu und 3. Jetzt haben wir also permanent hier Leute rumgeiern und rumfahren. Na, da bin ich ja mal gespannt. Noch einen Zug bauen. Ist das denn euer Ernst? Ja, die roten Züge sind schick. So, die 4 Züge werden fahren, ohne sich gegenseitig zu blockieren. Dieses Layout ist gut für Zugverbindungen mit hohem Warenaufkommen geeignet. Ja gut, weil es halt direkt Kreis ist, ist schon klar. So, ich würde aber sagen, das nächste Tutorial machen wir dann erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich dann wie immer fürs Zusehen. Ich wünsche euch was und bis morgen. Ciao.